Am 3. März 1969 startet Apollo 9 in den Erdorbit. Am 5. Tag des Fluges wird das schwierigste Manöver in Angriff genommen, die Abkopplung der Mondfähre mit 2 Astronauten an Bord vom Mutterschiff. Das Unternehmen gelingt. Durch Zündung der Landetriebwerke entfernt sich die Mondfähre über 130 Kilometer von der Raumkapsel. Nach 7 Stunden kehrt die Fähre zum Mutterschiff zurück. Die Ankoppelung gelingt ohne Probleme. Nachdem auch Apollo 10 das gleiche Manöver im Mondorbit erfolgreich durchführt, wobei sich die Landefähre bis auf 15 Kilometer dem Erdtrabanten nähert, scheinen 8 Jahre nach Kennedys Aufruf alle Bedingungen erfüllt, erstmals Menschen zum Mond und sicher zurück zur Erde zu bringen.